So, hallo und herzlich willkommen im Keller aus Ermangelung. Hä? Es waren keine 3 Minuten. Nee, wieso 3? Da sieht man jetzt nichts. Frau im Hintergrund, bitte einfach ignorieren. Also nochmal, hallo und herzlich willkommen im Keller. Aus Ermangelung an alternativen Ideen machen wir jetzt nochmal eine Besichtigung meines Ausrüstungsregals. Ganz super spannend, aber ja, ich habe gerade A, nicht die Energie, B, nicht die Zeit und C, auch keine besonders tolle Idee, weil sie sonst alternativ ist, schnell mal eben kurz machen kann. So, was haben wir denn hier? Wir machen von unten rechts nach oben rechts und da schlangenförmig. Hier haben wir eine Gaskartusche mit, ja, da ist doch noch erstaunlich viel drin. Ich dachte, die wäre leerer. Das hier ist so eine olle Sicherheitsbrennpaste, die man, ja gut, da kann man im Grunde auch drauf kochen. Oder man nimmt es halt von Fondue. In unserem Fall primär für Fondue. Käsefondue, Schweizer Modell. Das hier ist eine Benzinflasche von... Wenn du in 20 Minuten durch sein willst, musst du nicht jeden einzelnen Gegenstand Wasser haben. Wer hat denn gesagt, dass ich zu 20 Minuten durch sein will? Selber, als du mal gesagt hast, dass die Videos 20 bis 30 Minuten lang werden sollen. Ach Mist, das hast du dir gemerkt? Die anderen Leute auch, und lachen dich jetzt schon alle aus, weil jedes zweite länger ist. Ja. Aber ist okay. Ja. Was vielleicht spannender wäre, such dir ein paar neue tolle Sachen aus und erzähl was über die. Okay. MSR-Brennstoffflasche für MSR-Kocher, Spiritus, mal geschenkt bekommener Gaskocher, der dahingehend cool ist, dass er ein langes Kabel drin hat und mit diesem langen Kabel kann man die Gaskartusche auf den Kopf stellen und dann kommt da noch das letzte bisschen Gas raus, der ist ganz lustig. Da hinten, das ist was Neues, dazu darf ich jetzt was sagen. Also, das... Ich bin oben. Das ist Rasenmäherbenzin, weil ich mal testen wollte, ob in meinem Universalkocher auch Rasenmäherbenzin verbrennt. Und da hinten hat es noch ein bisschen Gaskartusche und so ein Zeug. Dann hier meine Feuerhandlaterne, Original Feuerhand, die man eben früher für alle möglichen Zwecke verwendet hat. Das ist eine Petroleumlaterne, ist gerade nicht betriebsbereit, weil mir ein vernünftiger Docht abhanden gekommen ist. Und irgendwie hatte ich da mit den Dochten auch Probleme. Die sind gar nicht so einfach in der Handhabung, die Teile. Da kann man recht viel falsch machen und ich weiß auch nicht, ob ich es bisher richtig gemacht habe. Das Geheimnis soll angeblich sein, dass man ein gutes Öl nehmen soll, also ein gutes Petroleum. Und zwar dieses hier, das Petromax Alkan Lampenöl. Damit soll es angeblich überhaupt kein Problem sein, die Lampe entsprechend zu betreiben. Aber gut, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof. Ich vermute, das könnte durchaus der Grund sein. Dann haben wir da hinten noch ein bisschen so Kochdinger für ein Kochsystem, das zeige ich euch dann nachher. Dann das da ist ein Thermopot, da machst du was Heißes rein, dann bleibt's heiß. Kochset mit dem Kupferboden hatte ich mal geschenkt bekommen. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber der Kupferboden ist inzwischen größtenteils ab. Aber das Kochset an sich ist noch cool. Dann meine Trangia-Pfanne, die ist... Ja, das ist mal eine Trangia-Pfanne, oder? Die ist sehr cool, wenn man sich mal ein bisschen was pfannentechnisch brutzeln möchte draußen. Da habe ich die immer sehr, sehr gerne im Einsatz. So, ich rutsche rüber. So, das hier ist die ABC-Schutztasche in irgendeiner uralten Ausführung von der Bundeswehr. Was kann die? Naja, die ist halt aus so einem interessanten Material, irgendwie lustiges Gummi. Dann ist da relativ, ja, schon ordentlich Platz drin. Und ich war mal der Meinung, ich brauche eine lustige Umhängetasche. Ich habe sie seitdem nicht wirklich benutzt, aber sie ist eine lustige Umhängetasche. Kategorie war billig, habe ich gedacht, kann ich brauchen. Und jetzt habe ich es und kann nichts damit anfangen. Ne? Aber war wirklich billig. So, ach so, übrigens, da hinten haben wir noch den besagten MSR-Kocher. Der liegt auf dem Boden, weil er runtergefallen ist. Dann eine Baumarktplane, dann einen Teil von meinem Trinkwasservorrat, den Boxsack. Den hatte ich immer mal für ein Gag-Video gedacht. Ja, ich verrate es euch nicht, weil ich drehe es irgendwann mal noch. So, da liegt eine Bengalfackel rum, die ist zum Wildschwein vertreiben, wenn es kommt. Also ja, potenziell ist das ja schon immer so ein Thema. Da kriege ich immer dann von vielen Leuten auf den Dates, du willst im Wald eine Fackel anzünden, das geht ja mal überhaupt nicht. Wenn man die nicht wegschmeißt, geht das sehr wohl. Aber gut, das da sind die Gamaschen der Schweizer Armee, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind toll.
schlicht und ergreifend wirklich super. Das sind meine neuen Lieblingsgamaschen. Sie sind ein bisschen schwer. Das ist natürlich wie bei aller Militärausrüstung so, dass man das nicht, jetzt vielleicht nicht unbedingt für eine Ultraleicht-Trekking-Tour verwendet. Aber die sind nahezu unzerstörbar. Da geht kein Dorn durch. Die sind wasserdicht. Die haben ja auch diesen coolen Lederbesatz. Das ist jeweils... Der ist jeweils innen am Bein, ne? Dass wenn man mit den Beinen aneinander entlang schleift, man das Ding nicht ganz so schnell kaputt macht und das dann besser gleitet, quasi bei dem Ledermaterial. Da hat hier noch so einen lustigen Haken, mit dem man so vorne am Schuh festmacht und ja, ist ein bisschen, ein kleines bisschen fummelig zum Anziehen, aber wenn man sie dann anhat, sind sie cool. Das ist eine BW-Mehrzweck-Unterlage, also die übliche sogenannte Bundeswehr-Isomatte, ist allerdings ein Nachbau hier, dieses Exemplar. Da drauf liegt noch eine Elefantenhaut, kennt man inzwischen auch. Hier ist meine Sammlung kleiner Laborgefäße. Hier steckt ein Knicklicht drin, weil ich mal testen wollte, ob man sich eine Lampe bauen kann, indem man ein Knicklicht in so ein Ding reinschmeißt. Kann man schon, bringt nur nichts. Knicklichter immer noch nutzlos, auch in diesem Zusammenhang. Das da drunter ist noch ein bisschen alternatives Kamerazubehör. Noch so ein paar Stativgeschichten und so weiter. Das ist nichts. Das steht da nur so noch rum, weil ich nicht wusste, wo ich es hin tun soll. Das ist völlig, völlig unwichtig. Und keinesfalls hat mein Vater mal versucht, als ich noch klein war, mit mir Schwarzpulver herzustellen. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie man das macht. Und die Zutaten sind wahrscheinlich sowieso drüber. Jetzt muss ich eine Etage höher. Ja, herzlich willkommen zu exklusiven, ich habe keine Ahnung, wo ich das sonst hätte hin tun sollen, Zeug, wofür es keinen Platz gibt, Kiste. Ganz wichtig, man braucht immer eine Zeug, wofür es sonst keinen Platz gibt, Kiste im Menschen Gegenständeablagesystem. Nämlich diesen tollen Titantopf hier, der nicht mehr so ganz so gut aussieht. Möchte ich nicht mehr wirklich draus essen. Zum Wegschmeißen ist er mir dann doch zu schade, weil er einfach ein schönes Beispiel dafür ist, was passiert, wenn man mit dünnwandigem Titan, großer Hitze und wenig Inhalt im Topf, beziehungsweise dem Versuch, Schnee zu schmelzen im Topf arbeitet. Dann passiert nämlich genau das. Und dann ist ein teurer Snowpeak-Titantopf am Arsch. Ja. Der hat sich auch unten total verformt und passt auf keine nennenswerte Kocherauflagefläche mehr drauf. Und im Grunde könnte ich ihn wegschmeißen, aber er ist ein Mahnmal der Schande sozusagen, des Versagens und hat, weiß ich nicht, was der mal gekostet hat, aber viel, viel Geld auf jeden Fall, wenn man bedenkt, dass das nur ein kleiner Topf ist. So, hier habe ich eine Dose Roggenschrotbrot. Nein, die ist leer. Das ist einfach nur eine leere Dose. Ich dachte mir, die Dose ist cool, deshalb muss ich sie aufheben. Das sind, ach, da ist das abgeblieben. Das kann ich gleich mal auf den Tisch legen. Eine Hülle für Akkus für meine eine Taschenlampe. Das ist die Kopfhalterung für eine Kopflampe. Was ist denn das? Phoenix oder wie auch immer. Das ist eine Hülle für eine andere Taschenlampe und das sind lustige Visitenkarten, die ich mal geschenkt bekommen habe. Was die da machen, weiß ich auch nicht. Da gibt es noch mehr von. Was ist das? Das ist... Was ist das? Ja, das weiß ich nicht. hier haben wir noch so eine komische Zucker auf Crème Brûlée Schmelzdings. Dafür benutze ich es, habe ich schon ein paar Mal verwendet. In letzter Zeit habe ich es überhaupt nicht mehr verwendet. Also kann ich dazu jetzt auch nichts Qualifiziertes sagen. Aber bin ich billig dran gekommen, musste ich unbedingt haben. So, dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel. Wow. Die sind ja so selten geworden heutzutage. Das ist der Karton meiner ollen einen True-Night-Lampe, weil ich ja unbedingt eine True-Night-Lampe haben wollte, weil ich mitreden wollte. Sind die nun wirklich gut oder haben die einfach nur ein tolles Marketing, weil sie gefühlt jedem Mensch, der auch nur ansatzweise einen YouTube-Account mit 300 Abonnenten oder sowas hat, gratis Lampen geschickt haben? Resultat, meine hat Wackelkontakte inzwischen. Die ist da auch nicht drin. Ich weiß gar nicht, was da noch drin ist. Moment, mal gucken. Frau sagt ja, ich soll mich kurz fassen, aber Frau hat ja keine Ahnung, von daher. Ah, ein Kfz-Ladekabel? Krass, war das da mitgeliefert? Sieht fast so aus. Naja, das kann man vielleicht noch was anderes brauchen. Lege ich mal zur Seite. Und das ist ein kleiner Feldstecher, glaube ich. Ja, ein kleiner Feldstecher hier.
keine besonders große Vergrößerung, aber ist cool. Kann man mal hin und wieder mitnehmen. Und wie gesagt, auch da wusste ich nicht, wo der sonst hinkommt. So, dann haben wir hier Firestarter-Dinger. Das sind so Zunderlöckchen. Im Grunde, bei den meisten Leuten werden die verwendet, um den Ofen in Gang zu kriegen. Hoppla. So schauen die aus. Und ja, die kann man zur Not auch mit dem Firestick anzünden, wenn man lange genug dann rumzündelt. Und sonst sind die halt, die brennen halt schon ganz cool. Und zum Feuerstarten sind sie ganz lustig. Habe ich schon ewig keinen mehr verwendet. Ich hatte ja genug Zeug zum Feuerstarten, so ist das nicht. Die Fallout Lunchbox. Da drüben noch ein bisschen Restfeuerwerk von irgendwann mal, als man mal knallen durfte. Im Wesentlichen sind noch Wunderkerzen da, wie ich sehe. Jede Menge Knallteufel. Noch mehr Knallteufel, noch ein paar sinnlose Böller. Ich kann mit Böllern nämlich nichts anfangen. Und ja, gut, das liegt da jetzt halt rum, bis man es mal wieder verwenden darf. Wattepads. Wattepads sind natürlich wichtig, um brennbare Utensilien herzustellen. Dann haben wir hier so lustige Heizdinger. Da sind wir inzwischen echt ein Fan von, Evelyn und ich. Die machen es im Schlafsack halt, gerade wenn man so ein bisschen an der Grenze des Schlafsacks übernachtet, machen es die halt so viel kuscheliger da innen drin. Und gerade auch, wenn man von der eigenen Körperwärme her nicht in der Lage ist, allzu viel Hitze gerade auszulösen, abzugeben. Und wenn man die frisch kauft, die sind nicht ewig haltbar, das wäre nochmal wichtig zu wissen. Aber wenn man die frisch kauft, dann geben gerade die hier, steht drauf, 8 Stunden. Ja, das machen sie locker, locker. Also wir hatten da auch welche, die haben, es variiert so ein bisschen. Aber wir hatten auch einen, der war, glaube ich, bestimmt 12 Stunden warm. Also nicht mehr heiß, und man kann das nicht wirklich als Heizwirkung bezeichnen. Aber warm war er noch, man hat ihn noch gut in der Hosentasche tragen können, um noch ein kleines bisschen die Hände zu wärmen. Gut, aber wurscht, ja. Ich will auch nicht sagen, das sind die allerbesten. Das sind einfach die, wo man gerade dran gekommen sind. Ich hatte schon viele verschiedene. Und ja, es gibt schon Unterschiede, es gibt Unterschiede. Das Dumme ist, die sind nur einmal verwendbar. Jetzt kann man sich fragen, was soll das dann? Es gibt auch welche, die kann man wieder auffüllen, beziehungsweise wieder aufwärmen, und dann funktionieren sie wieder. Ja, aber die sind auch nicht so klein, ja, und auch nicht so leicht. Und so ein Teil kannst du wirklich problemlos im Rucksack immer ein paar dabei haben. Wenn es dann doch mal kälter wird und danach das erwartet, dann ist das wirklich was Tolles. Also wer das noch nie ausprobiert hat, das kann ich echt empfehlen. Das wäre wirklich ein Tipp. Lege ich mal hier auf die Fallout Lunchbox. Was ist da eigentlich drin? Jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie auf. Ah ja, weiteres Feuermachzubehör. Noch so ein paar Grillanzünder, 50 Streichhölzer, Vaseline, noch mehr Streichhölzer. Und was ist das? Ach ja, hier Knicklichter. Knicklich, da habe ich auch mal ein Tütchen geschenkt bekommen, vielen Dank. Dann nehme ich mir auch immer mal wieder gerne eins raus, weil ich einfach Spaß an den Teilen habe. Ich brauche sie ja nicht zum Angeln, dafür sind sie wohl ganz praktisch, und ansonsten kann ich damit jetzt wenig anfangen, außer Spaß. Aber lustig sind sie, ja, und Spaß ist ja auch was Schönes. So, das da unten drunter, also hier sind noch so Kohlestäbchen für so einen Handofen, kennt ihr die? Zeige ich euch kurz, das ist tatsächlich auch was Neues, das darf ich zeigen. Moment. Bitte warten. Tüdelü. Bitte warten. Tüdelü. So. Also, das sieht folgendermaßen aus, dass dann in der Mitte ist jetzt ein abgekohlter, aber da legt man so ein Kohlestäbchen rein, dann zündet man es an beiden Seiten an, je nachdem wie kalt es ist, oder auch nur an einer Seite, wenn es nicht so kalt ist, und dann glüht das da durch, und diese Dose ist nicht 100% luftdicht, und was da drin ist, ist nicht etwa Watte, sondern irgend so eine Mineralwolle, ist also völlig unbrennbar. Und ja, das stinkt ein bisschen, das ist etwas gewöhnungsbedürftig, riecht halt so ein bisschen nach Ofen, nach Kohleofen oder sowas in der Richtung, aber gibt schön warm in der Hosentasche, in der Jackentasche, und man kann es theoretisch auch in den Schlafsack legen, soll man natürlich nicht, und wenn man bewegungsintensive Tätigkeiten durchführt, dann soll man es gegen versehentliches Öffnen sichern, das geht so schnell nicht von alleine auf, aber gut, ja, kann man alles machen. Und dann wird das jedenfalls schön warm. Entweder so in dieser Form oder eben mit der Hülle noch drumherum, für den Fall, dass es zu warm werden sollte. So heiß haben wir es aber noch nie bekommen, dass die Hülle drumherum wirklich notwendig gewesen wäre, dass man sich sonst weh macht. Das da ist meine Survival-Kleinteile-Kiste. Die heißt so, weil Survival-Kleinteile drin sind.
Ja, beispielsweise so lustige Utensilien zum Feuer machen, das war auch mein Geschenk. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Bisschen Kienspan, also Teile meines Kienspan-Vorrats. Was haben wir da noch so? Ja, das ist ein Clip zum Zumachen der Kiste. Das ist so eine blöde Survival-Karte. Die habe ich schon ewig lange. Die taugt eigentlich im Grunde auch nichts, aber ich finde sie trotzdem irgendwie schön und will sie aufheben. Und da unten ist auch noch mal eine Uralt-Box mit verschiedenen Schnüren. Hier haben wir eine leere Box, wo man einfach Survival-Kleinteile reinmachen könnte. Also ja, alles was klein ist und in irgendeiner Form im Bereich Survival einzuordnen. So, dann muss ich rüber. Moment. Das hier ist meine Survival-Nicht-Kleinteile-Box und Reparaturmaterialien-Box. Hier zu erkennen am Stapel Panzertape. Das ist eine Fallschüssel. Die habt ihr auch schon ein paar Mal gesehen. Ich habe die selten auf Tour dabei. Aber wenn, dann ist die sehr praktisch. Die faltet man, also ist klar, ist einfach im Grunde ein tragbares Waschbecken. Schuhputzset habe ich auch mal geschenkt bekommen. Sehr cool. War jetzt ein paar Mal auch im Einsatz. Und ansonsten, was ist hier drin? Ah ja, noch ein paar OBs, zum Feuermachen natürlich, Trillerpfeife uralt, Spiegelthermometer uralt, sonstige Survival-Kleinteile halt. Das ist, glaube ich, jede Menge Heißkleber, genau. Das ist wasserdichtes Verstaubenmaterial, da ist bestimmt auch irgendwas drin, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das ist Quatsch, was ist das? Ach ja, das ist nachleuchtendes Tape, womit man irgendwelche Sachen markieren könnte, die dann nachts dann eben besser sichtbar sind. Das ist ein Taschentuch, Tarnrettungsdecke, noch so ein Teil, wo so Zeug drin ist. Da hinten ein Biwaksack in Folie, große wiederverwendbare Rettungsdecke mit Zubehör. Das ist also ein komplettes Kit inklusive Schnur und so weiter und so fort. Und das Ding dann auch aufzubauen, habe ich mir mal zusammengestellt. Das hier ist eine Star Wars Dose. Ja, egal, ist eine schöne Dose. Und ja, das ist es im Wesentlichen. Das hier ist meine Handschuhe, Mützen und ähnliches Tour. Das ist im Grunde ein Schal, billiges Werbegeschenk, aber ist trotzdem warm. Handtuch, Bundeswehr Winterfäustlinge. Moment, ich ziehe mal einen an. Habe ich jetzt seit schätzungsweise 3 Jahren und warte drauf, dass es mal so kalt wird. Dass es Sinn macht, die anzuziehen. Die sind fast ziemlich wasserdicht, bollewarm, riesengroß, wie man sehen kann, gehen einem noch über den halben Unterarm und ich finde die total toll, aber es ist einfach nie so kalt, dass man sie mal anziehen könnte, seit ich sie besitze. Und da kann man natürlich noch einen Innenhandschuh drin tragen und ja, bin ich auch wieder billig rangekommen. Gebrauchte Bundeswehrausrüstung ist ja teilweise sehr günstig zu kriegen und dann nach wie vor toll. Also wenn es mal so richtig knallekalt wird, dann freue ich mich schon drauf, dass ich die endlich mal anziehen kann. So, dann haben wir hier noch alter Geldbeutel. Oh, mit Notizzettel. Noch ein alter Geldbeutel. Warum die hier rumliegen, weiß ich auch nicht. Noch ein alter Geldbeutel. Verschiedene Arbeitshandschuhe. Taschentücher, hier Klettband, um Dinge am Hut festzumachen. Das ist immer wieder lustig für verschiedene Projekte. Reflektierendes Gedöns zum Auffallen, wenn man mal wirklich gesehen werden möchte. Was ist das? Ach ja, das sind meine biologisch abbaubaren Mülltütchen. Die sind cool, weil biologisch abbaubar und wenn man also mal irgendwelchen Biomüll hat, den man aber doch nicht direkt dahin schmeißen möchte, wo man sich gerade befindet oder grundsätzlich einfach im Wald Müll aufsammeln möchte. Und das ist halt so auch schön mitzunehmen. Das ist ein langer Schlauch. Man kann sich die auf der gewünschten Länge abreißen. Sieht man auch hier. Du machst unten einen Knoten rein, packst den Müll rein, machst oben noch einen Knoten rein. Ist auch schön verpackt. Das ist eigentlich ganz cool, warum das so weit unten liegt. Hab ganz vergessen, dass ich das hab. So, dann, das ist übrigens grundsätzlich ein Problem, dass ich gerne mal vergesse, was ich habe. Das hier ist mein Kocher Maintenance Kit.
Da ist alles drin, was man so braucht, um seinen Kocher quasi am Laufen zu halten, inklusive einer kleinen Mini-Lennermann-Zange. Und ja, dient genau dafür, nämlich den Kocher am Laufen zu halten und den für lange Touren dann auch wirklich unterwegs warten zu können. Alles drin, was man braucht. Die Handschuhe, da bin ich schon häufiger gefragt worden, wo ich die denn her habe, wo man die bestellen kann oder sonst wie. Nirgends. Die habe ich so gekauft am Ben Nevis Visitor Center in Schottland. Und da gibt es die mit Sicherheit inzwischen nicht mehr. Das war 2005 oder irgendwie sowas. Deshalb, ne, kann man nicht kaufen. Und ja, ich glaube, das reicht auch in dem Bereich. So, wieder super aufgeräumt. So, Küche. Einmal zur Beleuchtung Petroleumlampe selbst gebaut, Loch in Deckel, Docht rein, Petroleum reinkippen, fertig. Das ist ein Kocher, ein Hobo-Kocher. Das drunter ist auch ein Hobo-Kocher. Beide sehr toll. Das ist zwei Plastiktassen für, wenn ich mal ganz viele Leute dabei habe und habe zu wenig Tassen. Das ist Esbit, meine Esbit-Box, weil das Zeug nimmt ja gerne mit der Zeit Feuchtigkeit auf. Dass man es also klassischerweise, die kleinen Esbit-Tabletten, in einer Pappschachtel verpackt, ist also meiner Meinung nach langfristig gesehen relativ bekloppt. Und darum habe ich sie halt in diese halbwegs luftdichte Box da reingetan. Gibt es jedes Mal, wenn du von True Utility irgendeinen kleinen Schissdreck kaufst, dann ist da immer noch so eine Box dabei und die Box ist jedes Mal sehr cool. Die sonstige Qualität von den Dingern von True Utility variiert. Ah, das ist noch was Alternatives zum Feuer machen. Das ist ein Gel, das machst du quasi hier auf, schmierst es wie Kräuterbutter aufs Brot und zündest es dann an, also das Brot. Nein, aber man macht quasi das Gel dann halt da raus, legt es irgendwo hin, zündet es an und das brennt eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und war auch eine Idee, dass ich das mal für irgendein Survival-Kit aufhebe. Es ist mir aber jedes Mal zu groß, es passt halt nirgendwo rein. Wäre also eher mal so ein, man möchte bei strömendem Regen Feuer machen, Zunder oder sowas. Noch ein paar große Esbit-Würfel. Das ist mein Torx-Titan-Set. Das habe ich auch mal. Das ist also sicherlich auch ein ganz tolles Geschenk gewesen, das ich inzwischen auch sehr, sehr viel verwendet habe. Mit großem Titantopf, mit kleinem Titantopf, also eigentlich im Grunde eine große Tasse und eine kleine Tasse, wenn man so will. Und dazu noch der Torx Titan Brenner. Das habt ihr aber schon ein paar Mal im Einsatz gesehen, das muss ich jetzt nicht nochmal vorzeigen. Darunter ist meine derzeit Lieblings-Fressnapfschüssel, weil sie nur wie viel wiegt? 30 Gramm, irgendwie sowas. Und durch diese Rillen hat man nicht das ganze Material an der Foto und kann auch, wenn was Heißes drin ist, das Ding gut anfassen, ohne sich die Pfoten zu verbrennen. Und eine Skala ist auch noch irgendwo drin, gab es mal im Decathlon für ganz wenig Geld. Das da unten ist auch noch mal ein Esbit in der Dose. Gaskartusche habt ihr gesehen, das da hinten ist noch mein letzter Rest leicht pinker Spiritus. Füllen immer mit nicht pinken Spiritus auf, deshalb wird er immer weniger pink. Mein alter Trekkettel, der hat schon bessere Zeiten gesehen. Vielleicht tausche ich ihn auch mal aus, weil, ja, da unten kann man sehen, da hat er jetzt, also langsam geht die Beschichtung ab. Das ist zwar da jetzt nur ein kleines bisschen und das ist nicht weiter schlimm, aber an anderen Stellen sieht es auch nicht mehr so gut aus. Und das Tolle an dem Topf war halt, dass er so schön beschichtet war und da drin nichts anbrennen konnte oder zumindest fast nichts anbrennen. Und das lässt langsam nach, sage ich jetzt mal. Da hinten haben wir Titantasse, drunter ein Trangia-Brenner und das Weiße hier, das sind Micropurforte-Tabletten zur Wasseraufbereitung.